Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil 2. Und ja, wir waren beim letzten Mal weiter mit Claire im Polizeirevier unterwegs. Haben einige Zombies erledigt. Und ja, im Prinzip haben wir letztens den Sprengstoff gefunden, um hier diese Tür wegzuspringen. Und hier öffnet sich ein geheimer Weg. Ein uns noch völlig neues Gebiet hier im Polizeirevier. Seht ihr das jetzt? Das nehme ich auf. Okay. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt mal rein hier in dieses neue Gebiet. Was haben wir denn hier noch? Wow. Oh Gott, hier könnte allerdings was passieren. Glaube ich zumindest. Eine Tür. Okay, dann gehen wir mal rein. Wir haben ja auch einen Frauenschrei gehört, ne, aus diesem Bereich hier. Oh mein Gott. Was ist, wo sind wir jetzt hier angelandet? Okay. Nein, ich will nicht wieder raus. Was zur... Warum geht sie denn wieder raus, verdammt? Und wir suchen ja auch noch ein kleines Mädchen, ne, das ja auch sich hier irgendwo aufhält im Revier. Und ja, da bin ich mal gespannt, wo der Frauenschrei herkommt. Oh mein Gott. So, was ist denn das hier alles? Das sieht ja schick aus. Okay. Ach du Scheiße. Was ist das denn? Ah. Oh. Oh. I'm terribly sorry. I thought you were another one of those zombies. Are you Chief Irons? Yes, that's me. And just who are you? No, don't bother telling me. It makes no difference. You'll end up just like all the others. That's the mayor's daughter. I was told to look after her, but I failed miserably. Just look at her. She was a true beauty. Her skin nothing short of perfection. But it will soon putrefy and she will turn into a zombie within the hour, like all the others. There must be some way to stop it. In a manner of speaking, there is. Either by putting a bullet through her brain, or by decapitating her completely. And to think that taxidermy used to be my hobby. But no longer. Please. I'd really like to be alone now. Ah ja. Freunde. Verschiedene Trophäen. Daran ist nichts Ungewöhnliches. Der verrückte Polizeichef. Der Vergewaltiger. Der Psychopath. Und er ist jetzt, er hat die Frau des Bürgermeisters, die Tochter des Bürgermeisters an den Tisch gekettet, obwohl er sie einfach erlösen müsste. Oh Gott. Ja. Sie wird sich eh in einen Zombie verwandeln. Und, please. I'd really like to be alone now. Er möchte allein sein, okay. Oh Mann. Boah, heftig. Ah, hier ist noch eine Tür. Dann gehen wir hier nochmal rein. Ja, Freunde, vor dem Typen müssen wir aufpassen. Schaut mal. Ein ausgestopfter Tiger. Was ist das denn jetzt wieder hier für ein Bereich? Oh mein Gott. Da ist noch ein Raum da hinten. Okay. Ich will ihn ja nicht gerne da alleine lassen, aber naja. Scheinbar erstmal alleine lassen zu müssen. Wir haben hier nämlich noch einen Raum, den wir erkunden müssen. Und dann... Oh! Oh, hier ist jemand, Freunde.
Sie sind in sehr gutem Zustand. Ach, das ist seine Kunstsammlung hier. Verschiedene Kunstobjekte, aber nichts dabei, was mir gefällt. Was zur... Hier läuft irgendjemand vor uns weg, habe ich das Gefühl. Ein Kelch. Nichts Außergewöhnliches. Okay. Ja, das ist seine Kunstsammlung hier. Okay. Die ganzen Bilder. Und so. Was ist das denn da? Oh mein Gott, Freunde. Das Tagebuch der Sekretärin B. Das, was wir mit Leon nicht gelesen haben. Ach du Kacke. Okay, jetzt wird's spannend. 8. Juni. Als ich heute das Zimmer des Chefs aufgeräumt habe, kam er plötzlich mit hochrotem Kopf hereingestürmt. Ich arbeite hier erst seit 2 Monaten, aber das war schon das 2. Mal, dass ich ihn so erlebt habe. Das letzte Mal war er so wütend, als ich die Statue angerempelt habe, aber diesmal hat er sich sogar noch schlimmer aufgeregt. Einen Moment lang hatte ich wirklich Angst, er würde mich schlagen. Oh Gott. 15. Juni. Ich habe jetzt endlich herausgefunden, was der Chef die ganze Zeit verheimlicht hat. Wenn er herausfindet, dass ich es weiß, ist mein Leben in ernsthafter Gefahr. Es wird schon spät. Ich muss mich jetzt wohl von Tag zu Tag durchschlagen. Mehr gibt es von der Sekretärin nicht, nicht zu lesen. Ich fürchte, sie hat es nicht geschafft, ne? Ja, der kranke Polizeichef. Also... Eieiei. So. Was ist denn hier jetzt noch? Wir haben doch hier eben jemanden gehört. Ach, wir brauchen hier Licht oder was, ne? Warte mal, da ist doch... Ah, da ist ein Schalter. Draufdrücken, ja klar. Es werde Licht. Ah. Ah. Schaut mal. Wait. Let me go. Easy, easy there. I'm not a zombie. You're safe now. Oh, wie süß. My name's Claire. What's yours? Sherry. Do you know where your parents are? They both work at the Umbrella Chemical Plant, near the city limits. The chemical plant? Then what are you doing here? My mom called and told me to go to the police station because it was too dangerous to stay at home. From the look of things, I'd say she was probably right. But it's dangerous here as well. You'd better come with me. But there's something out there. I don't know what it is, but I saw it. Much larger than any of those zombies. And it's coming after me! What was that? That's what I was telling you about! It's here! Sherry, wait! Ganz genau, Freunde. Dieser Schrei. Ihr wisst schon, wer das ist, oder? Ja, das ist William Birkin, der auf der Suche nach Sherry ist. Ja, Freunde, das ist Sherry. Sherry Birkin, glaube ich. Leer. Glaube ich zumindest, dass es Sherry Birkin ist. Und, dieses Vieh rennt jetzt hier schon rum. Das heißt, das wird jetzt echt mysteriös und spannend. Und warum ist der Raum da rot? Warum ist dieser Raum rot? Habe ich da irgendwas vergessen? Also der Raum da rechts, wo wir waren mit der... Karotür. Ich bin mir jetzt gerade echt unsicher, wo wir noch hin müssen. Wartet mal, wir müssen erstmal dem Mädchen hinterher. Sherry, bleibst du bitte hier? Da ist ein verrückter Polizeichef. Ich weiß nicht, ob du da dran vorbeiraufen möchtest. Oh weia, jetzt wird's spannend. Jetzt wird's spannend. Sherry? Kommt jetzt hier Mr. X? Nein, okay. Ach Gott, ich hab so Schiss vor diesem Mr. X. Ich weiß auch nicht, warum. So, Sherry, wo bist du?
Bist du hier vorbeigelaufen? Oh nein. Oh nein. Chief? Der Polizeichef ist sehr wahrscheinlich Sherry hinterher. Die ist nämlich da rausgerannt und der Polizeichef mit ihr. Oh Gott. Okay, alles klar. Aber wir haben hier den Herzschlüssel. Okay. Das heißt, wir kommen hier schon mal weiter. Oh Mann. Was hat denn der da noch liegen? Ein Dokument. Oh Mann. Tagebuch des Polizeichefs. Das wird lustig. 23. September. Alles ist vorbei. Diese Schwachköpfe von Umbrella haben es wirklich geschafft. Trotz all ihrer großen Versprechungen haben sie meine Stadt zerstört. Bald werden die Straßen verseucht sein mit diesen Zombies. Und ich befürchte langsam, dass ich selbst auch infiziert sein könnte. Wenn das stimmt, bringe ich jeden in der Stadt um. Alter Schwede, komm mal runter, Kollege. 24. September. Wie geplant konnte ich unter den anderen Polizisten etwas Verwirrung stiften. Ich habe dafür gesorgt, dass ihnen niemand von draußen zur Hilfe kommen kann. Dank der Verzögerungen bei den Polizeiaktionen hat niemand mehr eine Chance, lebend aus der Stadt herauszukommen. Boah. Da sehen wir es, ne? Das war alles ein Plan von dem Polizeichef, die Munition zu verstecken. Eieiei. Und ich habe persönlich dafür gesorgt, dass auch alle Fluchtwege aus dem Revier heraus abgeriegelt sind. Es gibt immer noch ein paar Überlebende, die durch die unteren Geschosse entkommen wollen. Aber ich werde schon dafür sorgen, dass niemand hier lebend rauskommt. 26. September. Ich habe meine Meinung in Bezug auf die letzten Überlebenden hier im Revier geändert. Ich habe nämlich beschlossen, sie persönlich zur Strecke zu bringen. Wow. Okay. Vor weniger als einer Stunde habe ich Ed von hinten ins Herz geschossen. Ich habe zugesehen, wie er sich in einer Blutlache verschmerzt gekrümmt hat. Der Ausdruck auf seinem Gesicht war einfach göttlich. Er starb mit weit aufgerissenen Augen, die mich fassungslos anstarrten. Einfach herrlich. Alter, was ist mit dem los? Obwohl die Tochter des Bürgermeisters noch am Leben ist, ich habe sie entkommen lassen, um mir später das Vergnügen zu gönnen, sie zu jagen. Ich werde meine jüngste Trophäe genießen. Ja, eingefroren auf ewig in der Haltung, die ich für sie aussuchen werde. Alter. Krankes Schwein. Echt. Polizeichef. Was ist denn das hier? Unter dem Bild ist ein Knopf. Wollen Sie draufdrücken? Ja. Oh! Guckt mal. Drei Löcher. Das Opfer stirbt durch die Kralle des Jaguars. Blut wird zur Schlange, die die Erde vergiftet. Ein Adler glänzt, gebadet in Blut. Und es öffnet sich das Tor zur Unterwelt. Ja. Schlangenstein. Adlerstein haben wir. Hier müssen wir drei Steine einsetzen, Freunde. Ganz genau, die Steine, die wir da schon gefunden haben, teilweise. Und, ja. Da bin ich mal gespannt, was da passiert. Wahrscheinlich, das hier sieht nämlich so ein bisschen komisch aus. Wahrscheinlich öffnet sich dann hier was. Gut, Freunde, aber... Ja, der verrückte Polizeichef rennt hier rum. Und wir müssen jetzt irgendwie Sherry finden. Okay, Freunde. Und wir haben den Herzschlüssel. Das heißt, wir können jetzt... Okay. Das heißt, wir können jetzt... ich hab so Schiss hier. Wir können jetzt unten weitermachen. Mit dem Herzschlüssel. Oder soll ich schon mal die Steine einsetzen? Nee, das mache ich später, Freunde. Das mache ich später. Wir wollen ja auch noch was Neues hier erleben, ne? Gut, alles klar. Polizeichef, ich würde gerne wissen, wo du bist und wo Sherry ist vor allem. Und wo die Tochter des Bürgermeisters ist. Die ist ja auch nicht mehr da gewesen. Ah. Oh Mann. Jetzt rennt er hier rum. Sehr beunruhigend.
Aber im Endeffekt erstmal nicht zu ändern. Wir müssen erstmal uns weiter hier... weiter das Revier erkunden. So. Dann würde ich sagen, machen wir das doch einfach mal. Ja. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei Resi 2. Ganz klar. Ja, es ist einfach... richtig gutes Projekt und es nimmt an Spannung auf. Also, die Geschichte mit dem Polizeichef ist wirklich, ja, spannend. Genauso spannend wie die Geschichte mit Ada und Leon damals. Und, ja, da bin ich mal gespannt, was jetzt hier passiert, wenn wir hier durch diese Herztür gehen. Da, Revierschlüssel. Schlüssel nutzlos, ablegen, weg damit. So. Ich bin mir nämlich unsicher, wo wir hier nochmal rauskommen. Auf jeden Fall bei 2 grünen Kräutern. Das ist schon mal gut. Weil die werde ich vielleicht sogar brauchen. Na, dann würde ich sagen, nehme ich die einfach mal mit. So. Und... oh Gott. Hier sind keine Zombies. Angeblich sind hier keine Zombies. Aber... ich habe hier eine Schiss in dem Bereich, ne? Oh nein. Ist es jetzt soweit? Wir müssen in den Keller. Oh Gott, bitte nicht, ey. Verschlossen. Kreuz. Scheiße. Tatsächlich, Freunde, wir müssen in den ekelhaften Keller und wir kriegen nochmal Säurepatronen dazu. Das ist doch schon mal viel wert, ey. So, pack die bitte direkt in den Granatenwerfer rein. Oh Gott, Freunde. Ab in den Keller. Muss ich da echt schon rein? Ich fürchte ja. Ja, wir haben jetzt nämlich nur noch die beiden grünen Türen und das war's. Okay. Gehen wir in den Hundezirkus. Genau, hier sind ja die Hunde. Oder auch nicht? Sind hier gar keine Hunde? Was ist denn hier? Ne, hier sind gar... hier sind jetzt keine Hunde? Gibt's mit Claire keine Hunde? Autopsieraum verschlossen. Unter dem Schlüsselloch ist ein Kreuz eingraviert. Okay. Hier gibt's keine Hunde mit Claire. Das finde ich interessant. Moni, sehr schön. Das finde ich interessant. Aber okay, ich meine, nehme ich gerne an. Hundegemetzel muss man nicht unbedingt... da sind sie! Da liegt ein Kraut. Ja, das kann ich mir sogar mitnehmen. Haha, sehr schön. Alles klar, Freunde. Rotes Kraut. Perfekt, dann können wir das zusammenmischen. Wunderbar. So, haben wieder einen Platz frei. So, wo waren wir denn hier nochmal? Ach ja, stimmt. Hier kommt auch diese ganze Geschichte mit Ben zum Tragen, ne? Mit dem Reporter. Oh Gott. Ich höre euch doch, jetzt verarscht mich nicht. Was ist mit euch los hier? Hunde. Da sind 2 Stück. Okay, lauf bitte hier rein. Um Himmels Willen. Und dreh dich und schieß. Oh. Sind das 3 Stück? Nee. Okay. Wenn die knurren, dann weiß ich, die sind aufgestanden hier. So. Hallo? Wie viel haltet ihr aus? Der eine ist kaputt. Okay, und hinlaufen und... nein, nicht nachladen! Oh Gott. Puh. Okay. Boah, diese Hunde sind weg. Okay, sehr gut. Wir sind draußen, Freunde. Ach, genau dieser Bereich hier mit dem Gully war das, ne? Der ist auch schon offen, der Gully. Das heißt, Leon ist schon da. Der Gullydeckel ist auf. Eine Leiter führt hinab. Gehen Sie runter?
Da ich weiß, dass da unten nicht viel ist, gehe ich mal da runter. Und ja, da bin ich mal gespannt. Es geht ja jetzt mit Riesenschritten voran hier. Sherry, wo bist du? Wo ist überhaupt das Mädchen hin? Ja, genau. Gehen wir erstmal hier rein. Gehen wir erstmal hier rein. Hier ist ja, glaube ich, den Safe-Raum, oder? Ja, ein Safe-Raum. Ein Safe-Raum. So muss das doch sein. Wunderbar hier. Ach ja, Gott sei Dank. Farbband. Zwei Stück. Okay, das heißt, wir können uns hier nochmal umrüsten. Ist schon mal gut. Die Farbbänder müssen auf jeden Fall raus. Das Kraut, das kann da hin. Das kann so hier hin. Das kann hier hin. Das kann hier hin. Das kann hier hin. Und die Heilung? Ja, toll. Pack die mal nach oben. So. So passt das doch. Alles klar. Jawohl. Schreibmaschine werde ich nicht benutzen. Ich werde dieses Spiel tatsächlich einmal ohne Speicherungen spielen. Obwohl ihr gesagt habt, dass das nicht auf den Rang beeinflusst, aber schauen wir mal. Da ist er doch! Hi! Sherry, I've been looking everywhere for you. I was so worried. We've got to go now, honey, okay? If we stay here, that monster will find us. Let's go. No, I won't. What's the matter? Don't you trust me? It's not that, Claire. It's because of my daddy. He's over there. I heard him call my name. Uh-oh. Daddy must have been attacked by the monsters. I have to help him. Wait, Sherry, don't go alone. Sherry, Sherry! Um Gottes Willen, das kleine Mädchen, so mutig. Und? Guckt mal, wir spielen die kleine Sherry. Ist das nicht cool, Freunde? Schaut euch mal das Avatar-Bild an. Und sie hat hier auch ein Bild. Prüfen, was ist das? Ein Foto von Sherry und ihren Eltern. Ja, guckt mal. Wenn ihr die Gesichter euch erinnert, das sind tatsächlich Annette und William. Oh weia. Okay, wir spielen also die Tochter von William Birkin. Das Kanalrohr ist noch im Bau. Okay. Ach du Heilige, also... Wow. Richtig krass. Und, wir spielen die kleine Sherry. Das ist natürlich krass. Das ist natürlich jetzt echt krass. Richtig innovativ von dem Spiel. Richtig cool, ja. Oh Gott. Ja, jetzt sind wir, glaube ich, in dem gleichen Bereich. Genau. Jetzt sind wir in dem gleichen Bereich, wie wir mit Ada waren. Und wir können jetzt hier einfach nur durchlaufen. Also... Wo was zur... Ah, da, okay. Wir können hier gar nichts machen und Zombies... Zum Glück kotzen die einfach nur. Wir sind so mutig, ey. Können doch nicht mal eine Waffe bedienen, aber rennen hier alleine rum. Ob das so eine gute Idee ist, Freunde, weiß ich auch nicht. Ne? Was ist das? Abwassersystemkarte. Wollen sie mitnehmen? Ja klar. Klar nehmen wir die mit. Schau mal die Karte. Ja, genau. Dieser eklige Bereich hier. Oh. Haben wir jetzt dieses Rätsel hier nochmal? Tatsächlich, wir müssen hier nochmal kurz in die Kisten schieben. Hehe, blub. Wie süß. Wie süß die kleine Sherry ist, oder, Freunde? Schafft sie das denn, diese riesen Kisten hier zu bewegen? Schafft sie das denn? Wartet mal. Kriegst du das hin, Sherry? Kriegst du das hin? Nein, nein, nein. Es sieht so süß aus. Das kriegst du scheinbar nicht hin, oder? Kriegst du das hin hier? Doch, die kriegt es hin. Starkes Mädel. Guckt euch das an. Starkes Mädel.
Cool. Okay, das heißt, wir können jetzt hier wieder das Rätsel machen und finden hier auch wieder den... finden hier auch wieder den Kreuzschlüssel. Perfekt. Ja, Sherry. Du machst einen richtig guten Job hier. Bam. Sehr schön. Die UMA, die Umbrella-Kisten, ja. So. Ja, es ist halt ein Kind, ne? Die Bewegungen, die sind halt ein bisschen unbeholfen. So. Bam. Jetzt. Perfekt, Sherry. Brav gemacht, gut gemacht. Sehr gut. Und jetzt wieder hochklettern. Genau, das ist so eine coole Animation. Ach ja, Sherry. Ja, du bist die Tochter von ein paar verrückten Wissenschaftlern. Und, ja, wir müssen dich jetzt irgendwie schützen. Ein Hebel, um Wasser ein- und ablaufen zu lassen. Und sie bewegen ja, mach mal, Sherry. Das kriegst du schon alleine hin, alles, ja? Wieder Kisten zum Schweben zu bringen. Warum denn eigentlich nicht? Sehr schön, Freunde. Ja, das heißt, wir können hier wieder rüber. Plupp, plupp, plupp. Und können hier hinten das Zeug mitnehmen. Genau, Sherry, wunderbar. Der Revierschlüssel. Und das war's. Okay. Das Heilungsspray kannst du uns gleich aber auch abgeben, wenn du möchtest. Ich meine, du wirst ja sowieso immer versorgt, ne? Kleines Mädel. Und, naja. Oh Gott, jetzt sind hier wieder die Zombies. Hier, Digga, Digga. Okay, lauf weg. Lauf einfach weg. Die kotzen dich einfach nur an. Ja, die kotzen mich auch an. Was haben wir denn hier jetzt noch in dem Bereich? Oder ist das jetzt schon der Rückweg? Ach, guckt mal. Haha, schaut mal. Fest verschlossen. Hier sind wir mit Ada angefangen beim letzten Mal. Ja. Granaten mitgenommen. Wunderbar, Sherry. Sehr schön. Genau, hier sind wir mit Claire mit Ada reingekommen. Tehe. Cool. Gut, dann gibt das ja alles doch wieder einen logischen Sinn hier. Das ist ja echt krass, finde ich. Also, richtig cool. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt noch kurz zurück zu Claire. Die Zombies, die machen zum Glück nichts. Die kotzen nur. So ein bisschen. Und ja, schnell wieder raub weg hier. Nur wie kommen wir denn jetzt wieder zurück? Ich meine, sie ist ja auch darunter gesprungen, oder? Ah, okay. Cutscene. Alles klar. Claire! Are you there? Sherry, are you okay? Did you find your dad? Yes, I'm okay. But I couldn't find him. But I did find something else for you. Here! Genau, schmeiß rüber. Blub. Thanks, sweetie. Now, why don't you come over here? I want you to stay with me. Claire! I can't reach the ventilation hole anymore. But don't worry, I'll find another way. I can take care of myself. Wait, Sherry, come back! Sherry! Sherry! Oh Mann, dieses Mädchen ist so mutig, ey. Do you read me, Claire? We now have access to the back of the parking lot. Got it. I'm getting out of here and heading to the sewer. Can you meet me there? I'm on my way. Ah, jetzt sind wir also nach der Szene mit Ben, Freunde. Genau. Parkplatz. Yep. Freunde, wir sind, nach der Szene mit Ben angekommen, also da, wo wir zum ersten Mal dieses monströse Viech hier gesehen haben. Oh Mann. Revierschlüssel und wir kriegen hier unseren Bunny. Wunderbar, Freunde. Da die Folge allerdings wieder... Und das Mädchen ist auch wieder.
Richtig krass, ne? Dass die einfach auf sich selber aufpassen können. Gut, Freunde. Da die Folge allerdings schon ziemlich voll ist, würde ich sagen, da sehen wir dann beim nächsten Mal, wie wir zu Leon gehen. Und, ja, ich würde jetzt hier noch die Granatenmuni ablegen. Die Säurepatronen lege ich ab. Oder? Oder? Nee. Ich lege die normalen Granaten ab. So. Ja, bei Waffen sind's ja oben. Ne? Dann haben wir die Armbrust noch dabei. Ich weiß ja nicht. Ja, doch, kommt. Gut, Freunde. Wie gesagt, beim nächsten Mal wird's wieder spannend, wenn wir zu Leon gehen. Und, genau. Claire hat uns richtig gut geholfen. Und genau, Freunde, würde ich sagen, wie es hier weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt es gerne weiter den Kanal. Und ja, wie es hier dann weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.